Mein Name ist Esther von Burg. Ich komme ursprünglich aus der Buchhaltung und habe mich mit 30 selbstständig gemacht im Treuhandbereich. Und seit ein paar Jahren bin ich Unternehmensberaterin, und zwar Unternehmensberaterin der neuen Zeit. Ich habe sehr viele Start-up-Firmen begleitet in den letzten 35 Jahren. Und ich habe immer wieder gesehen, dass Unternehmer, die administrativ und finanztechnisch nicht strukturiert starten, irgendwann ein Riesenproblem haben. Und das sind die, die dann nämlich mir angerufen haben und gesagt haben, nach einem Jahr, anderthalb, oh, sie müssen die Buchhaltung jetzt endlich gemacht haben, weil die Steuern sind gekommen, weil die Mehrwertsteuer muss gemacht werden und so weiter. Und dann war es meistens sehr, sehr aufwendig, die Buchhaltung sortieren und richtig aufzugleisen. Wenn man das eben von Anfang an hätte können machen, dann wären ganz viel weniger Kosten entstanden. Also eine Struktur haben, eine Ablage haben, eine Administration haben, Belege sammeln, das ist auch so immer wieder ein Thema, das die Leute nicht so machen am Anfang. Es lohnt sich auch, finde ich, mal eine Stunde mit einem Treuhänder zu reden, was es wirklich für den Start braucht. Es ist gut investierte Stunde. Das spart so viel Kosten nachher. Und du hast von Anfang an einfach einen richtigen Start diesbezüglich. Was auch anders ist, es ist das Tempo der Entwicklung. Allgemein, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Unternehmungen, aber da sieht man es natürlich sehr stark, das wird immer schneller und immer komplexer. Und darum ist es auch wichtig, dass die Strukturen, die man im Unternehmen hat, nicht aufblasen, sondern dass man sie einfach so minim hält, dass sie eben A, einem viel mehr Zeit geben für andere Aufgaben, B, eben auch Kosten reduzieren. Und das ist auch etwas, wo ich sehr oft sehe, dass die Strukturen einfach wirklich ein riesiges Gebilde sind, das niemand braucht. Und darum finde ich auch Bexia Software so gut, weil das hilft mir. Und ich empfehle das einfach auch mit ganz gutem Gewissen meinen Kunden. Die Leute, die das auch brauchen, die Kunden, die ich kenne, die ich mit ihnen zusammengearbeitet habe oder immer noch zusammenarbeite, die sind alle auch sehr begeistert von diesen Möglichkeiten.